Nein, am Boden ist Rasta nach zuvor 4 Niederlagen in Serie nicht, aber gegen Bremerhaven muss unbedingt ein Sieg her. Unterstützung gibt es von den Fans. Wir glauben an euch, also glaubt an euch selbst. So der Aufruf aus der Kurve. Unsere Fans sind die besten Fans in der Bundesliga. Das sage ich jedes Wochenende. Das ist unglaublich, was unsere Fans für uns tun. Die haben uns heute sehr gut gepusht. 5 Aufstiegshelden in der Starting Five. Elsie setzt ein Zeichen. Von Beginn an dominiert Rasta die Bretter. Dirk Niedrig mit 2 seiner 6 Punkte im ersten Viertel. All-Star Day, ich komme, möchte der Center aus Vechta wohl mitteilen. Dann kommen für Rasta Brandon Bowman und Rashad Bishop aufs Parkett und brillieren. Der erste von 4 Bishop-Dreiern. Ein 7:0 auf der Hausherren lässt Eisbärentrainer Calvin Oldham geradezu erstarren. Bishop und Bowman geben wichtige Impulse. Für Begeisterung sorgen aber auch die Rasta-Veteranen. Flavio Stückemann verteidigt BBL-Topscorer Adams herausragend und zeigt Mut beim Zug zum Korb. Ich meine, ich habe die erste 5 so gewählt, weil das ist die Aufstiegsmannschaft. Ich habe die auch vertraut und es war wichtig, dass wir einen guten Beginn hinbekommen und dass wir von der Bank Impuls bekommen. Und das haben wir dann mit Bowman und auch mit Rashad Bishop heute wirklich super hingekriegt. Die beiden Jungs haben ein tolles Spiel gemacht. Brandon Bowman in seinen ersten Spielen mit unterirdischer Quote, dann die Steigerung in Frankfurt und jetzt sein Monsterspiel. Dass Oldhams Sorgenfalten tiefer werden, liegt vor allem am Ex-Bonner. Der fightet um jeden Ball, reboundet, blockt, punktet, wie in alten Zeiten. Es darf gehofft werden. Was Bremerhaven macht, ist einfach schwach bis unansehnlich. Vor allem für die eigenen knapp 200 mitgereisten Fans. Rasta gelingt zwar auch nicht alles, aber Kampf, Einsatz, das stimmt und wird belohnt. AJ Rudowitz führt 2:9 Punkte Führung. Vechta hat den Nordrivalen voll im Griff. Die Spieler wissen die Fans hinter sich. Drittes Viertel. Es werden die 10 Minuten von Brandon Bowman. Der trifft jetzt nämlich alles. Rastas Nummer 8 trifft 3 von 6 aus der Distanz, legt allein im dritten Abschnitt 12 Punkte auf. Die Hausherren treten endlich auch einmal wieder als solche auf. Wir hatten eine gute Trainingswoche. Der Coach hat uns perfekt eingestellt. Das neue Jahr hat gerade angefangen und wir wollten unbedingt einen guten Start. Die Spiele jetzt müssen wir ja gewinnen und das wollen wir auch unbedingt. Diese Entschlossenheit legt nicht nur Bowman an den Tag. Auch Rashad Bishop scheint beflügelt vom tollen Teamplay, trifft 4 von 7 Dreier. Mitte des dritten Viertels ist Rasta mit 13 Punkten weg und auf dem Bishop-Bowman-Boulevard ist weiter richtig was los. Jeder Eisbärenversuch näher zu kommen, wird gnadenlos gekontert. Rasta lässt sich den Vorsprung nicht nehmen. 42 Rebounds holt Rasta, 8 davon alleine Richie Williams, der legt noch 3 Assists obendrauf. Brandon Bowman mit ganz viel Hangtime. Insgesamt 22 Punkte für den 29-Jährigen. Dazu 5 Rebounds und 4 Steals. Eben ein Monsterspiel. Ja, ich denke, der Knoten ist geplatzt. Ich hatte in der Weihnachtspause lange Gespräche mit dem Coach und auch mit meinen Eltern zu Hause in Kalifornien. Mir war klar, dass ich eine Schippe drauflegen muss. Jetzt schaue ich aber nicht mehr zurück, nur noch nach vorn. Was in dieser Partie noch kommt, ist nur positiv. Rasta, hier mit dem erneut starken Isaac Butz, ist Entschlossenheit pur und hinterlässt ratlose und frustrierte Eisbärenfans. Während im Oberrang Resignation herrscht, macht es sich Isaac Butz in der Zone gemütlich. Die zweite Halbzeit kommt in weiten Teilen einer Demontage des bis dahin Tabellen 14. gleich. Played bad.
Disappointment is the right word. Wir haben schlecht gespielt, meine Enttäuschung ist riesig. So kann man in einem Nordderby nicht auftreten. Wir hatten die Spiele davor zwar auch verloren, aber wesentlich besser gespielt. Heute fehlten von der ersten bis zur letzten Minute der Einsatz, die Defense und, was am wichtigsten war, wir haben keine Rebounds geholt. So hatten wir keine Chance, hier in Vechta zu gewinnen. Energy wasn't there, the defense wasn't there, and the most important part, we just didn't rebound the basketball like we needed to win against a team like Vechta. Begeistert von ihrer Mannschaft hingegen sind die 3000 Rasta-Fans im Dome. Standing Ovations schon während der Partie. Der Aufsteiger kann seinen in den Schlussabschnitt mitgenommenen Vorsprung weiter ausbauen, hat kaum mehr Gegenwehr. Die hier von Bowman hergestellte 19-Punkte-Führung hält Rasta bis zum Schluss, gewinnt mit 89-70. Das lange Warten auf den zweiten Heimsieg hat sich gelohnt. Allen fällt ein Stein vom Herzen. Nach zuvor 4 Niederlagen endlich wieder ein Erfolg für Elsie und sein Trainerteam. Das nächste 4-Punkte-Spiel lässt derweil nicht auf sich warten. Am Samstag um 19 Uhr geht es bei den S. Oliver Baskets in Würzburg rund. Wir wissen auch, wie wichtig jetzt dieser Monat Januar ist für uns. Und wir wollen uns natürlich, was super, wenn wir eine Serie beginnen können. Aber das ist BBL und gibt es keine leichten Spiele. Und ich erwarte in Würzburg eine sehr motivierte Würzburg-Mannschaft. Aber wir werden auch motiviert und ich hoffe, dass wir eine Serie starten können. Ja. Der ersehnte Erfolg wird bis tief in die Nacht im Rasterdom gefeiert. Kein Wunder, denn das nächste Heimspiel steigt erst wieder in 4 Wochen am 1. Februar.